Gast beim Theaterstadel, ihr Peter und Gerda Steiner. Kommen, herzlich willkommen zu Theaterstadel. Also schauen wir mal, 7 habe ich nicht, 11 habe ich auch nicht, 27 habe ich auch nicht, 35 habe ich auch nicht. Ich habe ja gar keine richtig. Ja, wer kann man denn so daneben schreiben, ha? Herrschaft, na, dass ich nicht einmal was gewinne, dass ich mal ein bisschen ein paar Mark auf der Seite habe. Wieder nichts gewonnen, naja. Das ist die Alte, die darf das gar nicht wissen, dass ich Lotto spiele und gar nicht. Ja. Hier kann man sagen, was man will. Sag mal, was meckerst denn schon wieder, ha? Ich meckere, wann ich will, gell? Und wenn's du ein bisschen mehr auf deine Tochter schauen darfst, ja, dann tätst du sehen, dass sie einen Weltschmerz hat, ne? So, ja, warum hat sie einen Weltschmerz und warum meckerst denn dann? Warum? Ja. Stell dir vor, dieser Schuft, der Max, hat sie einfach sitzen lassen. Der gemeine Sekretär, der ja. Max. Jawohl. Der hat sie sitzen lassen. Ja, da hast du ja recht, das ist dann ein Schuft. Eben. Den, wenn ich erwische, den reiß ich in der Mitte auseinander. Hoffentlich finde ich sie mitten, ne? Peppi, du Angeber. Was denn? Du hast doch deinen Lebtag noch nicht gerauft. Ja, weil ich meinen Jähzorn kenne, ne? Wenn ich einmal wo anfange und wo hinhau, da wächst ja kein Gras mehr, ne? Da ist ja alles wie verwüstet, ja. Warum hat er die denn sitzen lassen, der Max, ne? Also, wenn du das genau wissen musst. Ja, das hätte ich schon ganz genau gewusst, gern, ja. Weißt du, du keine Aussteuer mitgeben kannst? Das ist alles wegen so einer Kleinigkeit. Weil du nichts bist und nichts hast. So. Na, immer bin ich schuld. Ist vielleicht die Liesel schuld, dass er seinen Vater hat, hä? Ja. Mach da nichts draus. Mann. Du kannst ja nichts dafür, dass du bloß ein gewöhnlicher Mensch bist. Ja, eben. Dass du es heute zu nichts gebracht hast im Leben. Ja. Zu gar nichts. Ja. Hast du das gehört heute? Ich hab's zu gar nichts gebracht. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch, der zu nichts gebracht hat. Das brauchst du mir nicht erzählen. Das weiß ich schon 30 Jahre. So. Aber das weiß ich. Sollte ich noch mal auf die Welt kommen, und ich komme noch mehr auf die Welt, weil ich an die Wiedergeburt glaube. Wenn wir gerade von der Wiedergeburt reden, kennst du die Wiedergeburt von einem Wurm? Was, die Wiedergeburt von einem Wurm? Pass auf. Ja? Hier ist eine grüne Wiese. Ja. Da schlängelt sich ein Wurm. Aha. Jetzt kommt ein Frosch. Der frisst den Wurm. Jetzt ist der Wurm weg, aber der Frosch ist da. Mhm. Jetzt kommt ein Storch geflogen, der sieht den Frosch, frisst den Frosch. Jetzt ist der Wurm weg, der Frosch weg, aber der Storch ist da. Der Storch, der bringt die kleinen Kinder haben Würmer, ist der Wurm wieder da. Und darum glaube ich an die Wiedergeburt. Ne? Ja. Und wenn ich geboren werde, dann fange ich an zu arbeiten. Dann schuft ich und racke die, dass die Kinder mal was haben. Und wenn es Würmer sind. Du, da kommst du aber spät drauf. Warum? Was? Hey, du, der Kuchenbichler, der steht da draußen, der Geldbriefträger. Oh, vielleicht kommt Geld ins Haus. Ja, was? Vielleicht vom Onkel aus Amerika. Frau, du bringst mich auf eine Idee. Okay. Im Jahre 1871
Da ist der Bruder von meinem Großvater nach Amerika ausgewandert und der Großvater hat ihm damals das Geld geliehen zur Fahrt. Das wird er vielleicht jetzt zurückschicken. Sechs, der Alter, jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Depp bist. So? Also, schau her, drum hast du nie zu irgendetwas gebracht. Ach, was, Blödsinn. Weil du immer gedacht hast, Glück fällt dir in Schoß. Ja, anstatt, dass die anständig gerührt hast. Gerührt hat, ich hab mich immer gerührt. Ich bin noch nie erfahren. Ich hab mich so gerührt, ich war schon bei das reinste Rührei, so hab ich mich. Alte, glaub mir das. Eines Tages kommt das Glück ins Haus. Ist schon da, ist schon da. Herein spaziert. Grüß Gott. Ei. Der Herr Gemeindesekretär, der Maxl. Was verschafft uns die Ehre? Du warst ja lang nicht mehr da, habe ich gehört. Und meine Tochter weint sich die Augen aus. Na, jetzt bist du wieder da. Ich will ja Bescheid sagen, gell? Ich brauch die Liesel nimmer. Was? Ich hol bloß meine Sachen ab. Was hast du deine Sachen? Moment mal, den Radio, den hast du der Liesel geschenkt, gell? Das darf dir so passen. Hä? Den Gemeindesekretär als Schwiegersohn. Hä? Armer Schlucker, trauriger. Ah, da. Schauen wir mal. Es trägt in den Kragen. Bei Adikretane. Hast du was gesagt? Räumen rum und träumen rauf, es liegt nichts dran. Das wird dein Glück sein. Ja. Aber ich kenne die Zigaretten. Ich kenne mir, ne? Da nehme ich mir eine, gell? Ja, eine darfst du nehmen, gell? Sie sind zwar sehr billig, aber nicht die schlechtesten, ne? So. Ja, die sind gut. Ja. Die nehme ich mit für dich. Halt! Lass meine Zigaretten da, da sind bloß noch drei Stück drin. Die brauche ich heute Morgen und übermorgen, dann kommen wir wieder frisch ins Haus. Und grüß Gott. Warum hast du denn jetzt nicht zerrissen? Ach, weiß ich, weil ich gar nicht gewusst hätte, wo ich das ganze Klump hinschmeißen soll. Ne? Aber verdient hätte es. Warum? Ach so, weil er die Liesel stehen hat lassen, gell? Nein, im Gegenteil. Hm? Weil er sitzen hat lassen. Warum kommt denn der Peter heute schon? Was, der Peter kommt? Dein Bruder kommt schon heim. Ja, der macht dein Gesicht, als ob er sie umbringen will. Ja, tatsächlich, ja, sag mal. Ich hab gemeint, heute ist ein Glückstag, he? Ja, schau. Ja, Peter, hast du schon Feierabend gemacht? Ja, sag mal, warum bist du schon da? Ich hab für immer Feierabend. Für immer ja, Feierabend? Sag mal, ja, der Adlerwirt braucht ja keinen Hausknecht mehr. Braucht er schon? Ja. Ja, um Gottes Willen, Buh. Ja, du wirst doch den guten Posten nicht aufgeben haben. Ja, rausgeschmissen hat er mich, der Adlerwirt. Was? Ja, warum denn? Ja, um Himmels Willen, warum denn? Weil er mich mit der Gitti erwischt hat. Ja, und? Da ist doch nichts dahinter. Du meinst das doch ehrlich mit der Gitti, oder nicht? Ja, und die Gitti, die mag dich doch, ja, oder? Ja, das ist doch dem alten Gauner gleich. Hm? Und wenn die Gitti und ich tot unglücklich wären, ist ihm das auch wurscht. Aufbauen will er. Was? Sein Gasthaus vergrößern. Mhm. Aber dafür braucht er einen Schwiegersohn, der wo er Geld mitbringt. Aha, ein Geldblatt. Siehst du es da jetzt? Bist jetzt glücklich, weil du deinen Sohn eins zum Glück gestürzt hast? Ne? Was hab ich? Nix hast du. Gar nichts hast. Darum kriegt der Peter die Gitti nicht. Nee. Warte. Ja. Der Bub vom Kreuzbahn, der nimmt's jetzt. Und der kriegt die Gitti. Warum denn? Hundertprozentig. Warum? Ja, warum denn? Weil der Vater was ist und was hat. Ja. Genau so ist, genau so. Nur weil du nichts hast und nichts bist, krieg ich die Gitti nicht. Ja. Die einzige Tochter vom Adlerwirt hätte ich heiraten können. Adlerwirt war ich geworden. Aber du, immer. Du hast da nichts. Ja. Ich bin immer schuld. Ne? Ja. Bin ich vielleicht schuld, dass du nichts hast und nichts bist? Ja, von was hätte ich denn reich werden sollen? Ich habe ja nichts anderes gehabt wie eine einzige Kuh und eine Wiesen dazu. Und die Wiesen war so klein, dass die Hinterfüße von der Kuh dauernd beim Nachbar drin gestanden sind. Oh,
Und wenn wir die Kuh notgeschlacht haben, haben die zwei hinterm Fürst und Nachbar als Pachtvertrag gehört, ne? Ja. Vater, andere haben's auch mit nichts zu was gebracht. Ja, aber du hast immer gut gelebt. Ja, ich muss ja schon wieder lachen. Ich hab gut gelebt. Hm. Wie so alt war wie du, hab ich nur Brennsuppe gegessen, ne? Ja, und dann hab ich nur Kartoffeln samt der Schalen gegessen. Warum? Weil man kein Messer gehabt hat zum Abschneiden. Und wie ich älter geworden bin und hab rauchen dürfen, hab ich nur die billigsten Zigaretten geraucht. Und nur einmal in der Woche hab ich ein Viertel Wein getrunken. Am Sonntag. Und wenn's keinen Sonntag gegeben hat, dann hat's gar nichts gegeben. Ja, aber das summiert sich, lieber Vater. Das summiert sich. Also, Peter, jetzt reicht's aber, gell? Ha? Jetzt ist wirklich nur. Liesl, stimmt's denn vielleicht nicht? Hätt ich die Gitte vielleicht nicht gekriegt, wenn unser Vater was hätt? Na, selbstverständlich. Heut noch kennst du's heiraten. Und du, Liesl, du hättest dein Max schon lang. Du wärst heut schon lang Frau Gemeindesekretär. Ha. Ja. Also du brauchst dem Vater keinen Vorwurf machen. Weil mit 60 bist du der gleiche arme Schlucker wie der Vater. Ich ziehe dich auf 100 Meter Entfernung um. Ich hab nicht arm geschluckt, ich hab reich geschluckt. Da kennst du mir aber schlecht, gell? Okay, du bist doch kein Mannsbult nicht. Sonst seid ihr da nicht rumstehen um die Gitte plären. Ja, was soll denn sonst da? Glaubst du's? Ja. Ich bin am Ober. Ja. Weißt du, was ihr sagen darf? Ja, was denn? Ich darf sagen, Gitte, jetzt zieh ich in die große, weite Welt aus, bis nach Amerika. Mhm. In 3 Jahren bin ich wieder da mit einem Koffer voller Geld und dann heirat man. Das da die so. Das ist ja her. Nach Amerika? Mhm. Ja, da kenn ich ja gar keinen. Mhm. Schau dir halt einmal den Haberl, Toni, an. Mhm. Der hat doch auch niemand gekannt. Und vor 5 Jahren ist er mit zerrissenen Schuhen weg und jetzt, Ostern, war er wieder da. Mit was für Schuhe? Ja, mit Nein. Gott sei Herr, nein, freilich, weil er nämlich reich geworden ist. 5 Jahre der Nein. Und liebe Schwesterlein, kannst du mir das sagen, mit was ich nach Amerika soll? Jetzt gestell dich halt nicht so. Hm? Lass dich halt auf ein Schiff anheuern und da arbeitest dann wie die anderen jungen Burschen. Ja. Ja, und als was soll ich auf dem Schiff arbeiten? Als Schiffer? Ach, geh. Jetzt geht's mit dem. Den Burm nicht so auf, gell? Der ist im Stand und geht weiß Gott wohin. Ja. Ich sag nur Amerika. Amerika. Was? Mutter, wo ist mein Koffer? Bah. Was? Ja, um Gottes Willen, ja, Burm. Für was brauchst denn du einen Koffer? Auf der Stelle, geh. Was? Na, gut, du brauchst nicht, gell? Schau her. Liesl hat's ja gar nicht so gemeint, gell? Ach so, ja, wenn sie es nicht so gemeint hat. Hat schon so gemeint, du Feigling. Herrschaftszeiten? Ja, du wirst doch deinen einzigen Bruder nicht fortschicken wollen. Keine Angst, Mama. Der lässt deinen Rockzipfel sowieso nicht aus. Mit 60 sitzt er genauso da wie der Vater jetzt. 61. 61. Eine Schüssel Brennsuppen, einmal in der Woche ein Viertel Wein. Das ist dann, oder? Recht hast, Liesl. Vollkommen recht. Ich muss nach Amerika und viel Geld verdienen, dass ich die Gitte krieg. Ja. Und auf der Stelle gehe ich noch. Mhm. Und du wirst sehen, dass ich ein Mann bin. Bravo. Aber, mein Gott, nein. Wenn's nur nicht so weit war. So. Du bleibst da. Keinen Schritt gehst du mir vors Haus, Burg, gell? Es nutzt nichts, Mutter. Und wenn ich die ganze Welt auf den Kopf stellen muss. Bravo, Peter. Bravo, Peter. Danke, ist zwar. Bitte. Aber... Mein Gott, was nutzt mir denn die ganze Schneid, wenn mich die Mutter nicht gehen lässt? Es hält dich doch niemand. Ach so, es hält mich niemand? Na? Ja, und du, Mutter, hältst mich du auch nicht zurück? Nein, Bruder. Ich möchte von dir mal nie den Vorwurf hören, dass ich schuld bin, dass du die Gitte nicht gekriegt hast. So. So. Der Weg zum Reichtum ist frei. Stock und Hut steht im Gut. Mein Gott, nein. Bis nach Amerika. Buh, pass auf, da sind so viele Amerikaner. Ja. Du, komm gesund wieder. Ja. Sei vorsichtig, gell? Ja, ist schon recht. Ja. Also, ob ich wiederkomme, gell? Was? Ist eine andere Frage. Was? Ja. Vielleicht komme ich nie mehr. Na ja. Habt's gehört? Nie mehr. Um Gottes Willen. Ja, und du, Vater. Was? Hast mir du nichts zum Song? Jo, Bub. Was? Vergiss den Koffer nicht. Ja.
Führt euch gut. Führt euch gut. Mach's gut. Führt die Bur. Führt die Gott. Führt die mein Gott. Ja, aber. Was? Was mach ich denn, wenn ich jetzt so lang fort bin? Und die Gitti nimmt einen anderen. Ja, dann hast du Pech gehabt, ne? Na, wie Pech gehabt? Ja. Also, dann geh jetzt. Ja, sehr, sehr gut. Also, für dich. Für dich, Opa. Für dich, Opa. Für dich, Opa. Du Mutter. Ja. Was denn, Opa? Du Mutter, wenn ich jetzt die Gitti nicht krieg, ja? Was soll ich dann für eine nehmen? Eine blonde oder eine schwarze? Mein Bub, das ist doch mir wurscht. Aha. Dir muss doch gefallen. Ja. So ist es. Ja. Also. Führt euch! Also, gut, ich fühle dich auf! Mach's für dich gut! Wenn's aber jetzt gar keine Haare hat, dann nimmst du eine Platte, dich! Ja! Also, jetzt geh! Ja! Fühl dich gut! Siehst du das? Das Unschlüssige, das hat er von dir! Jawohl! Was ist jetzt? Was ist denn? Ich hab kein Taschentuch. Mein Gott, na Bube. Da, dann nimmst du halt meins. Ja, also Dankeschön, Mutter. Ja. Bitteschön. Aber jetzt geh ich wirklich nach Amerika, gell? Ja. Also, ja. Wenn wir uns auf Erden nimmer sehen, dann vielleicht im Himmel. Ja. Im Himmel. Also, lebt's wohl. Ja, für dich, Bube. Mein Gott, der Bube. Ich kann euch sagen, was hat der Bub nur für eine Schneid? Das hat er von mir. Das hat er von mir. Ja, was ist denn jetzt? Es regnet. Das gibt's doch gar nicht. Wegen am Tröpferlring geht er nicht nach Amerika. Ja, du bist gut. Sollen wir vielleicht bei dem Sauwetter einen Tod holen? Was nutzt mir dann das viele Geld? In Amerika regnet es jetzt aber nicht. Meinst du? Gib mir von der Mama den Schirm. Bei der ist es wurscht, wenn es nass wird. Also, Alter. Ja. So, schau her, nimm der Mama ihren Schirm. Ja. Mein Bub, du auf den Schirm aufpassen, gell? Mhm. Halt ihn in Ehren, der ist noch von der Großmutter selig. Ja, ist recht, man sieht's. Mhm. Also dann. Auf eure Verantwortung. Ja. Habt ihr gehört? Auf eure Verantwortung. Ja. Wenn ihr mir mit Gewalt umbringen wollt, dann bitte. 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 Ja. Okay. Fertig, Gott, Bruder. Fertig, Gott, Bruder. Nein und noch einmal nein. Was ist jetzt, Bruder? Als anständiger Mensch kann ich die Gitte nicht allein lassen und nach Amerika verduften. Peter, du musst nach Amerika und musst den Koffer voll Geld mitbringen. Ja. Sonst lasst dich der Ara wird seine Tochter nicht heiraten, weil du so ein armer Schlucker bist. Mhm. Also schau, dass du dann nach Amerika kommst und den Koffer voll machst. Also gut, wenn's meinst, ja. Für die Gitti, da tue ich alles. So ist es. Und komm du erst wieder, wenn der Koffer voll ist. Das ist so mach ich's. Alter, da kommt der Adlerwirt. Um Gottes Willen, und will schauen, tut er wie ein Hornissen. Hat er seinen Adler auch dabei? Du Fränkel, gell? Lass dich du ja nicht mehr erwischen, dass du meine Tochter rapschen musst. Sonst drehe ich dir als Lewindigen durch den Fleischwolf. Hast du mich verstanden? Das ist ja meine Schürze, ne? Die hast du mir mitgenommen, ha? Mein Gott, der Adler wird zerstört durch das Glück unserer beiden Kinder nicht. Hast du das gehört, Herr? Hast du das gehört? Hm? Glück, sagt sie, wenn sie so einen armseligen Fritter heiraten möchte, ha? Jetzt hab ich dazu auch noch was zu sagen. Merkt ihr das? Mein Leopold, vergesse nicht, dass wir zusammen aufgewachsen sind. Denn wir waren gleich arm, wir zwei. Ja? Waren wir. Ja. Aber ich hab gearbeitet. Ja. Ich hab gerackert, ich hab geschuft, ich hab's zu was gebracht. Aha. Ich hab aus meinem kleinen Bauernhof eine große Wirtschaft gemacht. Mhm. Mit 20 Fremdenbetten. Na, was soll ich da hier mit 20 Fremdenbetten anfangen? Ich kann ja nicht einmal 20 bekannte Betten brauchen. Ne? Ich hab sogar Englisch gelernt, bloß damit mich meine Gäste verstehen. In die Beten drin? Ja, was? Du und Englisch, dass ich nicht lache. Vielleicht nicht, ja. Ha? Sollst du beweisen? Da war ich neugierig. Ja.
Eine, zwei, drei, vier, cinque. Halt, Moment, halt. Da glaube ich, war eine Italienerin dabei, ha? Ich kann ihn nicht aber fragen, was herkommt. Ja. Sechs, sieben, alte, neun, zehn, passt. Aha, ja. Zehn kannst du vielleicht schon, aber verzählen zu deinen Gunsten. Du musst du nicht frech werden, gell? Du Playboy, du lausiger... Also, einen Moment noch, und das hätte ich bald vergessen, dir noch mitzuteilen. Meinen Viertel trinke ich nicht mehr am Sonntag bei dir. Ich gehe jetzt zum Getränkemarkt. Wird er gut sein. Auf Gäste, die den ganzen Tag vor dem Viertel Wein sitzen, ja. Da kann ich drauf verzichten. Da muss ich stehen, ich bin ja. Nicht da. Und du nicht, Notnickel, gell? Du lass dir gesagt sein. Dich! Ich möchte dich nicht einmal als Cowboy, geschweige als Schwiegersohn. Mein Gott, Adler, wird ich bitte dich, nimm doch einen Bäder. Du, der ist im Stand, der geht bis nach Amerika. Ja. Der nach Amerika. Jawohl, nach Amerika. Ja. Und wenn du jetzt nicht ja sagst, ja. Nicht augenblicklich ja sagst, dass ich dein Gitti krieg, dann. Ja, dann, was ist dann, hä? Dann schreib mir dann nicht einmal Ansichtskarten. Jetzt hast du es. So ist er, gell? Und dann hast du es, ne? Und dein Gitti, die kann sich die Augen noch mehr ausweinen. Und das tut sie auch, weil ich die Gitti kenne. Die weinen sowieso so viel. Ja und? Lass sie doch weinen. Braucht's nicht so oft aufs Häusl. Was? Es nutzt nichts. Es nutzt nichts. Amerika, mach auf, ich komme! Ja, was ist jetzt das? Der schlaft am helllichten Tag. Was? Ah, das passt ganz gut. Da nehme ich einen Schluck und mach einfach gluck, gluck. Da ist gar nichts drin. Da nehme ich eine Zigarette. Leer gebrannt ist diese Stätte. Pepe. Pepe. Ah, hallo. Pepe. Ah. Da ist er. Ah, Heini, ja, Heini. Grüß dich, Gott, Heini. Ja, sag mal, was soll denn das bedeuten? Da ist aber kein Schnaps drin und... Gar nichts ist da, keine Zigaretten sind alles da. Leer, was? Alles nicht schlecht. Ja, hat der Peter noch nichts geschickt? Noch gar nichts hat er geschickt. Ne? Ja, aber der ist da schon vier Wochen fort. Naja, schon das reich werden, das geht nicht so schnell, ne? So, ja, Fräule, ja. Ist er nach Amerika? Nein, nach Amerika ist er nicht. So ist er nicht. Ist er nach Australien? Nein, nach Australien nein. Ist er auch nicht. Ist er nach England? Nein, da ist er auch nicht. Er hat gesagt, er fährt nicht so weit weg. Weil wenn mir oder der Mutter was passiert, dann ist er nicht rechtzeitig zur Beerdigung wieder da. Ne? So viele Gefühle hätte ich dem Peter gar nicht zutraut. Ja, bin auch selber so. Ja, wo ist er dann? Ja, wo ist der Peter? In München. Was? München? Ja. Ja, das ist ja nur eine Stunde von unserem Dorf entfernt. Na ja, das schon, aber München ist auch eine Großstadt, da kann man doch auch... reich werden, ne? Ja, Fräule, ja, das schon. Ja, wenn man den richtigen Beruf hat, schon. Ja, den hat er. So, Ist er bei einer Behörde? Bei was für einer Herde? Bei einer Behörde? Bei einer Behörde, nein, das ist nicht, nein. Ist er beim Arbeitsamt? Nein, er arbeitet woanders, Ist er beim Wohnungsamt? Nein, er wohnt woanders, Ist er bei der Gewerkschaft? Nein, er werkelt woanders, Ist er bei der Politik? Bei der Politik, hör auf. Man kann es auch mit einem ehrlichen Beruf zu was bringen, ne? Ja. Ja, was macht er dann? Was er macht? Ja. Er kontrolliert die Leute und alle müssen zahlen. So, ja. Und wenn er will, stehen die Räder still. Nein. Ja. Er ist in einem Fahrradgeschäft. Nein. Er ist Straßenbahnkontrolleur, ne? Da schau her. Mhm. Und er fährt er durch die Stadt? Mitten durch, ja. Das der richtige Beruf ist für einen Peter. Da muss er ja anständig sein zu den Leuten. Na ja, das ist er schon. So, ja. Manchmal, da kommandiert er wie ein General. Okay, Herr, und ich soll das glauben? Das kannst du nicht glauben. Ich bin den ganzen Tag mit ihm mitgefahren. Da schau her. Ja. Hat er dich auch kontrolliert? Zweimal. Ja. Einmal habe ich Strafe zahlen müssen.
hat er sich recht gefreut, wenn er ein Geschäft gemacht hat. Ja, weil er Geld eingenommen hat. Ja, lieber beim MVV als wir beim VVM. Ja, ja. Und was ist denn das MVV? MVV heißt Münchner Verkehrsverbund. Aha. Und was heißt dann VVM? Verein verwahrloster Männer. Aha. Na, da ist er nicht. Nein, nein. Ja, na, geh wieder, ich hab einen Hunger. Ja, hast du schon Mittag gegessen? Ja, schon oft. Was? Ich meine, ob du heute schon Mittag gegessen hast. Also, heute noch nicht, nein. Dann gehst du jetzt in die Küche raus und nimmst dir eine Schmalznudel. Ich danke dir schön, gell? Darf ich nicht mehr nehmen? Nein, du nimmst nur eine Schmalznudel, bitte. Warum darf ich noch nicht mehr nehmen? Weil wir nur eine haben, ne? Man braucht ja nicht Dankeschön sagen. Ja, ja, mein, der Heine. Der weiß nicht bloß, Heine, das ist der Heine. Was wolltest denn du mit mir reden und du Ja, schau, also pass auf, der Andl. Ich weiß, dass dich der Max nicht mehr mag. Ne? Heute habe ich den Jagerläusel getroffen und der hat mir sein Herz ausgeschüttet und hat gesagt, er hat dich ganz narrisch gern. Und der hätte dich vom Fleck weg heiraten. Ne? Ich weiß schon, ja. Ja, ja, ich weiß, er ist halt ein kleiner Beamter, ein Jäger, aber so viel wie der Gemeindesekretär verdient er auch, gell, das sag ich dir. Also aufs Einkommen habe ich noch nie geschaut. Naja, warum magst du den Jagerläusel nicht? Ach, weißt du, ich hab's halt noch nicht überwunden. Ja, das Über ist immer gefährlich, ja. Aber magst du den Max noch, gell? Ja, ich weiß zur Zeit selber nicht. Glaubst du, ich kenne mich gar nicht aus. Ja, das ist die Tatische für die Nudel, gell, Betty. Ja, du und dem Max, du hast nicht nachtrauen, dem Windhund. Ja. Wer ist ein Windhund? Ich wollte sagen, draußen geht der Wind und jetzt suche ich meinen Hund. Was ist vielleicht mein Windhund? Hau ab! Sonst machen wir fürs Geld. Dankeschön, ich hab schon zwei. Mehr kann ich gar nicht brauchen, weil ich hab nur ein paar Schuhe. Für dich, Benno. Ja, für dich, ja. Servus, Liesl. Grüß dich, Schwiegerpapa. Was? Wir hauen schon gleich um. Was du, Max? Ja, wo starrst du mich denn so an? Ja. Bin ich vielleicht der Geist? Na, das nicht. Zwei Monate hast du jetzt schon nicht mehr sehen lassen. Vor vier Wochen hast du den Radio mitgenommen, ne? Ja, nur zur Reparatur habe ich ihn mitgenommen. Was? Der war das überhaupt nicht kaputt? Ja, aber selbstverständlich. So? Wie ich damals bei euch am Haus vorbeigegangen bin, habe ich auf der Straße draußen schon gehört, dass der Ton nicht mehr ganz stimmt. War? Ja, also habe ich mitgenommen und richten lassen. Aha, ja, da schon her. Die Vase habe ich auch wieder mitgebracht, da habe ich dir Blumen reingekauft. Aha. In der Hitze und ohne Wasser. Da ging es doch kompott. Ich mein kaputt, Liesl. Schau her. Dankeschön. Na? Was? Bist zufrieden? Schwiegerpapa! Oh. Was? Schwiegerpapa? Ja. Wieso Schwiegerpapa? Liesl und ich, wir heiraten auf Pfingsten. Was? Am Pfingsten? Ja, das sind ja bloß nur 14 Tage. Ja. Also haben wir es doch ausgemacht, Liesl. Vor 3 Monaten weißt du es nicht mehr. Hm? Ja, freilich weiß es nur, Max, aber warum bist du denn so lange nicht mehr gekommen? Liesl, ich hab doch unsere Wohnung herrichten müssen. Tag und Nacht hab ich gearbeitet. Und dafür machst du mir jetzt Vorwürfe, hä? Unsere Wohnung? Meine Mama tritt uns 2 Zimmer ab. Ja, zuerst kriegen wir 1 Zimmer und dann kriegen wir noch 1 Zimmer dazu. Und ich hab geglaubt, dass... Wir kriegen 3 Zimmer. Aber Liesl, du wirst doch nicht an mir gezweifelt haben, oder? Übrigens, Schwiegervater. Ja, was denn? Was? Ein Brautpaar lässt man allein. So? Ja. Na gut. Irgendwas stimmt da nicht. Aber weit gehe ich nicht. Sag mal, Max, ist das wirklich wahr? Ich meine, am Pfingsten? Naja, am Anfang müssen wir uns halt mit diesen 2 Zimmern zufrieden geben. Aber im Herbst, Liesl, da fangen wir an zu bauen. Ein schönes, großes Einfamilienhaus. Ja, sag mal, hast denn du so viel Geld? Wer ich? Ja, wer denn sonst? Das mit dem Geld, das kommt oft über Nacht, gell? Geh weiter, Liesl. Was? Die Mama möchte noch einige Sachen mit dir besprechen. Ach. Wegen der Hochzeit. Oh, ja, gern. Vierte, Schwiegerpapa. Max, das ist so. Irgendwas ist da faul.
Er baut ein Einfamilienhaus. Na ja, wenn er Geld hat, warum nicht? Tüchtig, tüchtig. Und da haben wir... Grüß dich, Peppi. Alter Freund, Alter. Was? Komm, trink mal eine Flasche Wein, du. Ganz ein besonderer. Ganz ein guter. Sag mal, meinst du mich? Ja, was schaust du mit denen an, als wir so eine heiligen Figur stehen? Ja, komm, sitz dich her, ja. Lieber alter Freund. Aha. So, lieber alter Freund, ich mein, du bist mir bes, ha? Was bes? Ja. Ich dir? Geh, Peppi, wie kommst du denn da drauf? Wo wir doch so gute Freunde sind, Peppi. Und wo wir doch miteinander aufgewachsen sind, Peppi. Ja, aufgewachsen sind wir miteinander, daran kann ich mich erinnern. Ja. Hey. Ich kann mich auch sogar noch erinnern, wie wir zwei immer die Äpfel vom Herrn Pfarrer seinen Garten gestohlen haben. Ja, das war ein Hitze. Ja, ja. Du hast aber die Gurken gefressen und ich hab die Faulen gekriegt. Ja, 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 ja. Teilt haben wir immer schon ehrlich. Ja, ehrlich, ja, das stimmt. Ja, wir waren aber auch gute Freunde. Gell? Was? Aber so als gute Freunde. Wir waren die Besten. Bessere hat es im ganzen Dorf nicht mehr gegeben als wie uns zwei. Ja. Und da hat sich bis heute nichts daran geändert. Bis heute? Ja, auf der letzten Zeit, sagen wir mal 30 Jahre, hast du mich ja kaum angeschaut, gell? So. Und vor 4 Wochen... Du meinst es vor 4 Wochen? Ja. Stell dir vor, Peppi, was mir da passiert ist. So, was denn? Da hab ich dich doch mit dem Kreuzbaum verwechselt. Was? Ja. Dem schau ich überhaupt nicht ähnlich. Eben. Darum hab ich mich so gewundert, gell? So. Dass sowas überhaupt gibt, gell? Ja. Stell dir vor. Was denn? Der Kreuzbauer, der Lackl, er möchte in meine Verwandtschaft kommen. So? Ja, ja, er hat gemeint, meine Tochter soll seinen Buben heiraten. So eine Frechheit. Ha? Wo er doch genau weiß, dass wir zwei die allerbesten Freunde sind. Das weiß er. Ja, ja. Und dass für mich als Schwiegersohn nur der Peter in Frage kommt. Mein Bruder Peter? Ja, freilich. Ja, was glaubst du, was das einmal für ein guter Wirt wird? So? Lass dir weiter erzählen. Ja, ja. Wie ich am nächsten Tag den Irrtum bemerkt habe. Ja. Ich hab mich ja so geniert. Was? Ich hab mich gar nicht mehr rübertraut zu dir. Zu mir? Ja. Nein. Doch. So? Aber jetzt. Ah. Jetzt hat mich das Gewissen gedrückt. Was hat dich gedrückt? Das Gewissen. Na, sind wir froh, dass es nichts anderes war, ne? Dann hab ich zu mir gesagt. Ja, zu dir. Leopold, hab ich gesagt. Du hast zu dir selber Leopold gesagt. Ja, ich bin per Du mit mir. Na, hör auf. Ja, ja. Ah, ihr zwei Kinder seid schon länger. Ja, ja, schon eine Zeit. Ja. Leopold, hab ich gesagt zu mir. Ja. Das kannst du nicht machen, dass man wegen so einen kleinen Irrtum die Kinder unglücklich werden lässt. Da hast du recht, wegen so einer kleinen Lappalie macht man sowas nicht, ne? Eben. Ja. Drum schreibe an Peter, er soll sofort heimkommen. Sollt mein Gitti heiraten. Aha. Und am Pfingsten ist dann Hochzeit. Nein, nein. Was? Doppelhochzeit. Wieso Doppelhochzeit? Ja, weil der Gemeindesekretär, der Maxl, der heiratet meine Tochter, die Liesl, am Pfingsten, ne? Ja, das ist ja her. Ja. Der Schlaumeier weiß das auch schon wieder. Was weiß er auch schon? Ich wollte sagen, der weiß auch schon, dass er auf Pfingsten heiratet. Ja, das weiß er. Trifft sich ja großartig. Ja. Du, da, ja, am besten ist, wir machen gleich alles perfekt. Ja, die Verlobung sozusagen. Und wir zwei beschließen die Heirat. Einverstanden? Ja, einverstanden. Ich habe mich doch getäuscht in dir. Du bist doch ein ganz netter, braver, guter Kerl. Ja, ganz ein guter sogar. Ja, freilich, Peppi. Aber ja. Ich muss jetzt wieder schnell heimschauen. Ja, ja, ich komm dann später mit dem Max noch einmal rüber. Ja. Gell? Also, für die Peppi. Servus. Für die, servus, komm Peppi. Gell? Ja, für die Peppi, und gell? Ich habe eigentlich gemeint, die trinken wir miteinander. Mach mal, Peppi. So. Den trinke ich dann auf dein Wohl, gell? Ach, für die Peppi. Also, da stimmt doch was nicht. Da ist doch was faul. Zuerst der Max und jetzt der Wirt. Aber ich hab's zu meiner Alten gesagt, eines Tages kommt das Glück ins Haus. Und jetzt ist schon passiert. Ja.
Sag mal, was stellst denn du da umeinander? Wie ein frisch gestochenes Kaiwi. Alter, ich habe es nicht mehr notwendig. Was hast du nicht mehr notwendig? Dass ich noch mal auf die Welt komme. Hä? Es ist alles so eingetroffen, wie wir es uns gewünscht haben. Der Gemeindesekretär heiratet auf Pfingsten unsere Tochter, die Liesel. Und der Adelwirt war gerade da und hat gesagt, seine Kitty wird mit dem Peter zusammen heiraten, auch auf Pfingsten. Ja. Wirklich? Ja. Ich fahr um. Bitte versprich mir nichts, komm ja auf. Mein Gott, sechstester Alter. Was? Da haben wir denen zwei Unrecht getan. Ja, das stimmt auch, ja. Das ja, stimmt. Du, die sind gar nicht so aufs Geld aus. Nein. Der Adler wird nicht und der Max auch nicht. Scheint so, scheint so. Gute Leute sind's. Gute Leute sind's. Brave Leute. Brave Leute sind's. Ja. 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 Da schau mal her. Was? Das ist gerade vom Kaufhaus abgegeben worden. Was? Ja, und die Rechnung ist auch dabei. Rechnung? Hast du was bestellt? Du kannst ja ein Blödsinn, ich hab überhaupt kein Geld nicht. Du brauchst ja gar nichts zahlen. Lies einmal, was drinsteht. Was, nichts ja, zahlen? Nichts zahlen? Na, lies einmal. Eine Tragtasche gehört Ihnen und eine Ihrer Frau. Ja. Sie brauchen die Rechnung erst dann zu bezahlen, wenn es Ihnen mit dem Geld leicht ausgeht. Mhm. Hochachtungsvoll, Kaufhaus Graffel. Mhm, was ist her? Da, wir brauchen erst bezahlen, wenn es uns mit dem Geld leicht nachgeht, ne? Ja. Sag mal, Alte, kannst dich du daran erinnern, dass bei uns mit dem Geld einmal leicht nachgegangen ist? Nein, bestimmt nicht. Da brauchen wir nie bezahlen. Mein Gott, jetzt red du ganz einen Schmarrn daher. Ja, na ja. Aber, Alter, ich sag dir was. Was denn? Da stinkt was. Ich verspreche es, ich weiß nicht. Hör doch auf, überleg doch einmal. Ich? Ja? Wieso bemühen sich die um unser so, hä? Ja, da hab ich auch schon gesagt, ja. Gell? Hast du auch schon gesagt? Ja, natürlich. Also, dann denk du einmal nach. Ich? Ja? Hoffe, ich schaffe ich das, ja. Mein Gott, jetzt. Ja. Ja. Also? Ja. Na? Mhm. Denk. Ich bin nicht dran. Fällt dir was ein? Nein, mir fällt was aus. Was denn? Boah, das siehst du. Komm jetzt. Alter, jetzt denk einmal haarscharf nach. Haarscharf? Ja? Wieso bemühen sich die zwei so? Das ist es, was mich interessiert. Der Adlerwirt. Ja. Der Max. Ja. Und jetzt sogar noch der von Kaufhaus Graffel. Auch noch. Ja, du, die Leute, die bemühen sich doch nur auch um Leute, die ihr Geld haben. So ist es, Alter. Eben. Ja, eben. Und wir haben doch kein Geld, oder? Ja, eben. Oder hast du ein Geld? Nein, ich hab keins. Hast also, du ein Geld? Nein, ich hab keins. Und die Liesl hat auch kein Geld. Eben. Also, du hast nichts, ich hab nichts und die Liesl hat nichts. Eben. Dreimal, lass mich nachzählen. Dreimal nichts ist gar nichts. Ne? Das ist das, was so ich sage. So ist es. Ah! Was denn? Der Peter. Was? Der Peter hat seinen Koffer voll. Der ist reich geworden. Was? Der Peter! Peter! Natürlich! Mein Gott, der Peter ist reich geworden. Ja. Du, nach so kurzer Zeit. Na. Mein Gott! Jetzt hat er es geschafft. Ja, mein, also, ein braver Bub. Ein braver Bub. Ein fleißiger Bub. Ein fleißiger Bub. Mein Sohn. Wieso? Wieso dein Sohn? Wieso, Moment? Dein Sohn, das ist immer noch mein Sohn. Wieso dein Sohn? Na, ich bin der Verleger, du bist nur die Herausgeberin. Ich geh schon ins Dorf. Was stehst du denn im Dorf drunten? Ja, du nachschauen. Anscheinend wissen die alle mehr als wie mir. Ja, schau so aus. Ja. Ja. Du, und wenn's so weit ist, ja. Du sei so gut ja. Und tu mir die Taschen, die tust mir in die Küche. In die Küche. Gell? Weil wenn das wirklich mit dem Peter stimmt, ja. Ja. Ja, dann müssen wir doch schön machen. Wir machen das. Ja, komm jetzt ja, hier auf. Ich bin ja gleich wieder da. Pass halt ein bisschen auf, nicht? Mein Gott, nein, was willst denn du schon wieder? Ich hab mit dem Peppi was zu reden.
Aha. Zu reden. Also. Das wird schon was Gescheites. Ja, das ist schon was Gescheites. Guten Tag, mein Herr. Jetzt fängt der auch noch zum Spinner an. Hm? Sag mal, bist du so blöd oder weißt du wirklich nichts? Na, wahrscheinlich bin ich so blöd, weil ich gar nichts weiß. Das gibt's ja nicht. Das ganze Dorf weiß es und du weißt nichts. Was weiß das ganze Dorf? Peppi. Da sitzt die da her, ja, und halt dich gut am Tisch ein. Ja. So, sonst fällst du nämlich um. Ja. Also, jetzt also lieber Peppi. Ja, bitte. Ich als dein bester Freund, ja, verkünde dir die große Botschaft. Ja, was ist denn? Dass du. Ja. Was kriege ich? Wenn ich wieder Schmalznudeln hab, kriegst du Schmalznudeln. Deine batzigen Schmalznudeln kannst du selber fressen. Alter. Ich verlang 100 Mark. Du verlangst 100 Mark? Ja. Du kannst sogar 200 verlangen. Ja, verlange. Bloß kriegen tust du es nicht. Weil ich es nicht habe. Du kannst doch nicht einmal 5 Mark haben. Peppi, du hast Geld wie Mist. Was? Du bist ein Millionär, Peppi. Dann stimmt's also doch. Freilich stimmt's. Der Peter hat seinen Koffer voll. Peter, wir reden von Peter. Was? Bei dem musst du froh sein, dass du keine Todesanzeige kriegst. Was? Warum denn? Ja, weil die jungen Trampaner so wenig verdienen, dass sie am Verhungern sind. Das ist schön her. Nein, Peppi, du bist der Millionär. Ich bin ja Millionär. Das ist nicht los. Hast du vorige Woche Lotto gespielt? Ja. Oder? Ich spiele jede Woche Lotto. Eben, Peppi, du hast den Haupttreffer gemacht. Was? Du hast 6 richtige, ja, meine herzlichste Gratifikation. Ich gehe doch auch. Ich und der Millionär, ja, gehe doch auch. Hast du gespielt, dass du nichts gewinnst, oder hast du gehofft, dass du den Haupttreffer machst? Ich hoffe schon seit 10 Jahren, dass, ja, ich gewinne. Eben. Aber dass ich, ja, einen, ja, Sechser habe, ja, das ist das. Das ist ganz natürlich. Warum ist das natürlich? Ja, wenn du mit deiner Dummheit keinen Sechser machst, wer soll denn sonst dann machen? Du hast recht. Ja, ja, du hast den Lottoschein, nein, den Lottoschein. Ja, aber ich bin ja so kiesig. Aber wir brauchen den Lottoschein. Den habe ich doch nicht bei mir. Ja, ja, wo dann? Den habe ich versteckt, beziehungsweise beiseite geschafft, weil meine alte Dame meine Taschen durchsucht. So. Die darf doch nicht wissen, dass sie, ja, mal gefunden einen Lottoschein, hat mir geschimpft. Ja. Es tue ich den Schein, wenn ich nachgeschaut habe, ja, immer runter zu der Kramerin. Ja. Und die passt ja wieder auf, wenn ich was gewonnen habe, dann sagst du mir Bescheid. Nee, natürlich, der Lottoschein bei der Kramerin ist mir, glaube ich, schon, dass das ganze Dorf von dem Gewinn weiß. Ich hol schnell den Schein, gell? Ja, halt! Was ist denn los? Was ist denn los? Du meinst, ich hab wirklich gewonnen? So war ich dein bester Freund, bin Peppi. Ja. Du bist ein steinreicher Mann. Ich war. Ja, du kannst ja alles kaufen, was du willst. Na ja. Edelsteine, ja, Pflastersteine, Nierensteine, Gallensteine, alles, ja, kannst du kaufen, Peppi. Ich war. Ja, freilich. Ja, ja, gut. Machst das? Was? Machst das sonst der Max und der Wirt und das Kaufhaus Grafi? Genau. Ja. Das ist der Beweis, dass ich gewonnen habe. Ja, ja. Also, dann hol jetzt, ja, den Schein. Halt! Halt! Was ist denn los? Peppi, was ist denn los? Bring mir Zigaretten mit. Ja, ich bring dir Zigaretten mit. Halt! Seitdem du Millionär bist, lass du mich rum, als wäre ein Schulbuben. Ein Millionär raucht keine Zigaretten, ja, mehr. Ein Millionär raucht nur noch Zigarren. Ja. Also, Zigarren, zack, zack. Zigarren, zack, zack, jawohl. Ja. Ich bin in Lanshausen. Zigarren. Ich bin Millionär. Der Reichtum ist über mich hereingebrochen. Wie schaut denn so ein Millionär überhaupt aus? Oh, vom Hals aufwärts stimmt's. Bloß hier, das passt ja gar nicht. Das hat doch kein Millionär nicht. Da. Wirklich nicht. Nein. Nein, das hat kein Millionär. Also, dann schauen wir mal. Na, das ist ja kein Millionär, nicht? Das wird die Tüte von der Alten sein. Den wollte ich in der Küche treffen. So, jetzt schauen wir mal, was sie da für mich hineingetan. Oi,
jetzt wird's schon besser. Das schau her. Ui, das ist aber ein schöner Mantel. Bisschen groß ist er. Aber ich wag schon nicht. Mei, und so schön warm ist der. Da werden die Leute schauen im Winter, wenn ich auf die Straße gehe damit. Ui! Ui! Lackschuhe! Mein Gott! Lackschuhe! Ja, das ist ja... Ja, um Gottes Willen! Ja, mal gleich schauen. Ja, ui! Ja, die passen ja tatsächlich. Ui! So, jetzt schon. Ja, wen sehe ich denn da? Den Herrn Bürgermeister, grüß Gott, Herr Bürgermeister, meine Verehrung, wie geht's, wie steht's? Dankeschön, gut. Nein, der Herr Landrat. Herr Landrat, grüß Gott, wie geht's der Frau Gemahlin? Danke, ausgezeichnet, freut mich. Was sagst du, Bürgermeister? Komm, lass mal Ruhe. Du hast erst letzte Woche 10.000 Mark für die Armen bekommen, jetzt muss eine Zeit lang Ruhe sein. Hey? Was meinen Sie, Herr Landrat? Die Vermögenssteuer, die schaffen wir ab. Die gibt's nicht mehr. Nein! Was meinen Sie? Per Du? Sie wollen mit mir per Du sein? Bitte, sagen wir Du zueinander, gell? In den Landtag soll ich auch rein? Gut, ich komme, ja, ja. Die Vermögenssteuer, die lassen wir, ja, die lassen wir. Weil als Landtagsabgeordneter kann ich mich nicht mit dem armen Volk rumstreiten, ne? Da haben Sie recht, Herr, hast recht, Landrat. Da bist du. Ja. Aus dem Lottozell. Alles klar. Der ganze Laden. Wunderbar. Voller Leid. Na, herrlich. Feuer! Und was ist los? Wo brennt's? Es brennt nirgends. Wenn ein Millionär einen Zigarre in den Mund nimmt, so, gibt das arme Volk ja Feuer. Ja, freilich. Da hast du Feuer. Und wenn so ein armer Mann zu einem reichen Mann ein Feuer gibt, ja, gibt der reiche Mann dem armen Mann eine Zigarre. Bitte schön. Dankeschön. Ja. Ich habe noch gar keine. Ja, dann musst du schneller sein. Ein Millionär hat nicht Zeit, eine halbe Stunde einem armen Mann seine Zigarrenschachtel hinzuhalten. Ne? Und ja, wir sagen mir, wie schaust denn du aus? Mit so einem Aufzug gehst du in ein reiches Haus? Schamst du nicht, ha? Mein verwöhntes Auge ist beschämend. Ich bin halt bloß ein armer Schlucker. Was? Ja, dann tu was, rühr dich. Schau, dass du sowas bringst. Schau mich an, ne? Geh mal den Überstickel, dreh dich um. Jetzt sag mal, wie schau ich aus? Hm? Großartig. Geil? Wirklich groß. Groß ist ein bisschen der Mantel. Naja, da werde ich schon einwachsen. Ui, was? Lackschuhe. Ja. Wie ein Millionär, Peppi. Ja. Wie ein... Ein Millionär heißt niemals Peppi. Merkt ihr das? Zum Millionär sagt man nicht Peppi. Warte mal, in meinem Tauschschein, da steht noch drin Josef Maria. Ja. Also, jetzt sag sofort Josef Maria, kriegst 5 Mark von ja mir. Ja. Grüß Gott, Herr Josef Maria. Jo, sag mal, spinnst denn du, grüß Gott, jetzt sowas zu einem reichen Mann, da sagt man seine Durchlacht oder seine Exzellenz oder sowas, ne? Ja, das kann ich schon sagen, aber das kostet 10 Mark. Gut, kriegst 10 Mark, aber sag schön. Also, eure Durchlacht, ja. Josef Maria. Was lachst du denn jetzt so blöd, hä? Was? Peppi Duttinger, das hört sich ja ganz normal an. Ja. Aber Josef Maria Duttinger, ah, ist ja furchtbar, das ist ja unmöglich. Da hast du recht. Ja. Josef Maria Duttinger ist ein unmöglicher Name. Ja. Papa, da bist du dran schuld, gell? Sag mir, wie kann man einem wehrlosen Säugling einen solchen Namen geben? Schau dir! Warte noch, bis er aufkommt zu dir, ne? Mein Lieber... Oder bist du trunken, hä? Was? Lass dich halt umtaufen, das kostet vielleicht einen Tausender. Du sagst das? Ja. Wie soll ich mich denn umtaufen lassen? Ja. Josef Maria von und zu Eichenfels. Na, hör auf, du spinnst, ich bin doch kein Adeliger, ne? Ja. Meine Nachkommen, die, wie sagt man noch? Dynastie. Genau, die sollen wissen, wie sie sich im Reichtum gekommen sind, ne? Ja, halt durch deinen Sechser. Da, jetzt haben wir's. Josef Maria Sixer. Ja. So heiße ich jetzt. Josef Maria Sixer. So,
Josef Maria Sechser. Aber das kostet 20 Mark. Meine Frau, die kriegst du. Ja. Aber mit Zinsen. Und Zinseszinsen. Ja. Au, au, au. Peppi. Au, au, au. Ui, Peppi. Au. Peppi, was hast du denn? Au. Peppi, mach keinen Blödsinn. Ich hab nichts, es ist die Managerkrankheit, die haben alle Millionen. Au. Peppi, was, au. Wo feigst du denn? Mein Herz, mein Herz. Das ist doch da drüben. Da drüben? Ja. Seit wann? Immer schon. Ja, ja. Ja, wo aber drücken tust du mir eigentlich mehr da, ja. Da hinten, da drückst du. Da drücken, ja, da drücken. Da drücken. Ja, halt. Das ist ein furchtbarer Druck. Halt, haben wir schon. Halt, tu den Druck. Ja, jetzt. Ah. Das ist deine Managerkrankheit. In diesem Kaufhaus kaufe ich nichts mehr ein. Ja. Merkt ihr das? Reicht mir das Telefon herüber. Ich möchte meinen Sohn anrufen, ne? Hast du gar kein Telefon? Was, ich hab kein Telefon. Ja. Drum ruft mich die letzten Jahre niemand an. Kein ja. Schweiger ruft mich gar an. Ja. Ja. Dann schreiben wir ihm. Ja. Sitzt du nieder? Dann schreiben wir, ich geb das an, was du schreiben musst. Gell? Ich bin doch nicht dein Kuli. Was, red nicht lang, sonst wird die Gnadensonne nicht über dich scheinen. Gnadensonne? Ja? Gnadensonne kann ich brauchen, ja. Jetzt schreiben wir mal, die bleiben stehen wir weiter. Ja. So, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. So, bist du weit? Ja. Dann schreib mein geliebter Sohn. Schreib einmal, gell? Ich bin doch nicht dein geliebter Sohn. Nee, du. Du sollst schreiben, mein geliebter Sohn. Ne? Schreib also, mein geliebter Sohn. Ne? Hast du zwei mein geliebte Söhne? Warum denn? Ja, weißt du, zweimal gesagt. Ach, ich hab das doch bloß einmal gesagt. Jetzt schreib einmal. Ja. Mein geliebter Sohn. Ja, ja, eigentlich müsstet ihr ja schreiben, dein geliebter Sohn. Warum? Ja, es ist ja dein geliebter Sohn und nicht mein geliebter. Aber du schreibst doch für mich, also heißt es mein geliebter Sohn. Mir ist wurscht. Also mein geliebter Sohn. Mein geliebter Sohn. 10 Jahre habe ich geschuftet und gespart, um dir ein Leben in Reichtum und Freude bereiten zu können. Ja, der Lehrer. Was? Bereiten zu können. Ja. Komma. Schreibt mir jetzt Komma mit einem M oder mit zwei M? Eine. Ja. Eine Komma schreibt man nicht, sondern ein Komma macht man. Das heißt, das ist so ein Hackerle, ne? Oder nur bist du so ein Schwachel, ne? Komm, Schwachel. Bereiten zu können, Schwachel schreiben. Ja? Schwanzerl. Was? Jetzt schreibt ihr tatsächlich Schwanzerl. Ja, hast du gesagt? Schreibt ihr das? Du, der Schwanzerl wird bloß so ein Hackerl, so ein Schwanzerl sich machen. So? Ja, so, ah, so ist es. Ja. Also, bereiten zu können. Ja? Ja. 10 Jahre habe ich jedes Monat für eine Mark Lotto gespielt. Lotto gespielt? Nicht gespielt. Gespielt. Ja, hab schon. Hast du es? Ja. Und dabei geschwitzt. Wie schreibt man geschwitzt? Was? Ich schreibe transpiriert. Ja, ich meine. Ja? Dass ich die 6 richtigen Zahlen erwische. Zahlen erwische. Komm in meine Arme. Ja, mein. Na, nicht du. Du sollst schreiben. Ach so, ja. Komm in meine Arme, mein geliebter Sohn. In meine Armee. Nicht Armee, meine Arme. Mein geliebter Sohn. Mein geliebter Sohn. Ich bin Millionär geworden. Ich bin Millionär geworden. Geworden, ja. Das ist ja. Alles, was dein Herz begehrt, sollst du haben. Alles, was dein Herz... Auch deine Gitti. Auch deine Gitti. Hi, hi, hi. Keine. Ich hab mich ja bloß drüber gefreut, wenn ich hihi, die Lachsalve wieder weg. Hihihi. Ja, hihi. Hast du es? Ja, ist hihi. Dein im harten Lebenskampf siegreicher Vater. Dein im harten Lebenskampf siegreicher Vater. So, Adresse. Adresse. Auf geht's. Ja. Peter Duttinger. Peter Duttinger. Straßenbahndepot München. Straßenbahndepot. Schreibt ja tatsächlich Depp O. Straßenbahndepot schreibt man zusammen mit einem Pi durch das Pi weg da. Nur mit einem Po. Nicht mit einem Po, mit einem Pi.
Einen P. Ja, also Depot, München. München. So ist München. Es. Ich tue den Markenkauf drauf. Ja, fast. Ich gleich Briefkasten. Ja. Mhm. Also, na, und dann gehen wir wieder, gell? Ja, halt! Halt, was ist denn jetzt schon wieder? Sag mal, wie viel habe ich denn überhaupt gewonnen? Ich weiß es nicht, Peppi. Ich weiß nur, dass ein Millionär sehr viel Geld hat. Ja, das weiß ich selber, ja. Aber wie viel ich kann weiß ich denn? Ich frage mal bei der Kramerin und dann komme ich wieder. Ja, sei so gut. Na ja, dann ist ja alles gerichtet. Mein Sohn wird Hotelier. Meine Tochter wird Gemeindesekretärin. Dann ist ja alles in Butter. Bis auf die Mutter. Um Gottes Willen. Ja, was tut ihr denn bloß mit meiner Alten? Die kann sich ja niemals hineinfinden in dieses feine Milieu. Die ist ja aus einem ganz gescherten Haus raus. Wenn da hoher Besuch kommt, die blamiert mich ja. Ja, was tut ihr denn da? Ich weiß schon, wenn ein hoher Besuch kommt, dann tut es nauf auf den Speicher. Na, boy. Da kann ich passieren. Komm nach. Grüß Gott, mein Herr. Oh, guten Tag, gnädige Frau. Sind Sie von der Presse? Ja, du Rimpfig. Das ist ja mein Alte. Was? Ja, sag mal. Also, da hört sich doch alles auf dieses holde Wesen. Was für ein holde Wesen? Dieses holde Wesen, was vor dir steht, ja? Ist deine Gemahlin. Ach doch. Und nicht deine Alte. Ja, schaut so aus. Was für eine Bananenentgleisung in einem reichen Haus. Ja. Raffe dich auf, Geschörter. Ja. Und finde dich hinein in unseren reichesten Stand. Ja, aha. Ab heute darfst du mich nur noch mit Anita betiteln. Ja? Nur noch mit Anita. Und mich, ja? Nur noch mit Josef Maria. Mein Gemahl. Meine Gemahlin. Unter meiner weißen Führung. Ja. Wird es auch dir gelingen, dich hineinzufinden in unser neichestes Milieu. Ja. So tepert kannst sogar du nicht sein, dass es mir nicht gelingen täte, aus dir geschörten Ramme einen Gentleman zu machen. Nur wenn hoher Besuch kommt, ja. Hinauf wie in den Speicher. Oh. Amon, also, wenn ein hoher Besuch kommt, dann muss ich hinauf am Speicher. Jawohl. Ja, dann treffen wir uns ja wieder. Ne? Sag mal, wo hast denn du dieses Feine her, diese Sprache, und redst du wie eine feine Dame? Es war schon immer mein größter Wunsch, eine feine Dame zu sein. Aha. Und ich hatte genügend Zeit, im Stall mit meinen Kühen zu probieren. Aha, ich habe mit die Ochsen probt, gell? Was, du auch? Na ja, freilich, da schau mich doch an, oder? Ja. Tatsächlich, du schaust wirklich aus wie ein Ochs. Ah, nicht da, gell? Josef Maria! Ach, ja. Oh, es klopft. Ja. Öffne du das gescherte Volk, ja? Herein, wer draußen geklopft hat. Grüß dich, Peppi, alter Freund. Ihr seid es. Schwiegerpapa. Guten Tag, ne? Was verschafft mir die zweifelhafte Ehre, Ja. Ja, weißt du, Peppi, ich bin da wegen Peter und wegen der Gitti. Ach so, ja. Die können Pfingsten heiraten, wenn wir gleich alles festmachen. Da haben wir überhaupt gesprochen, aber mein Sohn, ich lasse ihn erst studieren. Hä? Er soll Professor werden vielleicht und Doktor und so, nee, sowas. Studieren? Ja,
studieren. Peppi, bloß nicht studieren. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Überleg einmal. Ja. Was ist ein Doktor gegen einen Wirt? Ja. Gar nichts. Gar nichts. Ein nixiges So. Na, da muss ich dir ganz entschieden davor abraten, Peppi. Oh, denk doch an die Kinder, Peppi. Die lieben sich doch. Ja. Na, was willst du denn? Ja, die Liesl und ich, wir möchten am Pfingsten heiraten. So, was verdienst du denn? 1.000 Mark. In der Woche? Ja, nein, im Monat. Was, im Monat? Da wagst du es, hier hereinzukommen, dieses Räucherhaus, mit einem Verdienst von 1.000 Mark im Monat? Ich gebe meiner Tochter 200.000 Mark mit in die Ehe, ne? Da muss ein ganz anderer Schwiegersohn her, ne? Ja. Du armer Schlücklein, du. Ja, aber die Liesl und ich, wir lieben uns. Na, glaubst du, ein Mann, der mehr verdient wie 1.000, den kann man nicht lieben? Was tust du denn da? Liebe Schwiegermama, du schaust heute wirklich wieder entzückend aus. Wirklich wie 20 oh. mal 3. Gib mir mal der brave Hand. Der erste Handkuss. Ja, ja. Josef Maria, ja. Hast du das gehört, wie 20, sagte er? Ja. Der mag's bleiben. Der bleibt. Er ist auf alle Fälle akzeptabel. Aha, gut. Von mir aus. Von ja, mir. Er ist klug und eingebildet, jawohl. Und man könnte sich keinen besseren Mann für unsere Liesl wünschen, ja? Von der Seite her weiter will, das kann ich auch. Geh mal auf Zeiten, hä? Mei, sind Sie schön, gnädige Frau. Auch wirklich reizend. Küss die Hand. Nein, nein, die nicht, die ist schon besetzt, ja. Die hier, ja? Geh du wieder hier. Also, Josef, ja. Maria, wir nehmen die Werbung selbstverständlich an. Ja, gut. Ganz klar. Meinst man du? Könnte sich für unsere Familie keine besseren Kinder wünschen. Was nicht, tust du wieder? Annehmen, verloben, abschließen. Mal Ruhe, lass mal. Sag mal, wie kommt ihr überhaupt dazu, wenn man auf eine, zu einem Brautwerben geht, dass man nichts anderes anzieht, einen schwarzen Anzug oder so, ha? Schwarzen Anzug. Ja, aber ja. Weißt du, vor lauter Aufregung, ja. Über die große Freude von so. Unseren Kindern. Habe ich vergessen, mich umzuziehen. Aha, was ist mit dir? Was sind die Rosen, die Blumen? Hä? Was? Die Rosen? Ja. Ach so, die Rosen? Ja, ja die habe ich schon. Ha? Aber die habe ich in der Aufregung total vergessen. Was schubst denn da? Dass die Kinder zusammenkommen, sofort. Das lass mir doch mal mehr Ruhe mit denen. Und ich sag, du schließt den Handel ab. Der Heini hat schon ja. recht. Die schnellen Sachen so. Sind oft die besseren. Wenn ihr meine Millionen, meine Kinder wollt, geht nach Hause, wascht eure Hälse, zieht euch um und kommt wieder vorbei. Jawohl. Bring sie hinaus. Ich geleite unsere lieben Verwandten geh hinaus. Geh mal. So ist es, Wiedersehen. So spricht man mit den Leuten heutzutage, als ja. Millionär. Ja, du Riesenrimpfig, warum hast du jetzt deine Kinder nicht verlobt? Warum? Dann sag mal, wie redest denn du mit mir? Beobacht, sonst wird keine Gnadensonne mehr über dich scheinen. Gnadensonne, du armer Fretter. Du Hungerleider. Ich bin ein Millionär. Ja, Hungerleider bleibst. Ich hab einen Sechser. Ja, wenn's gewiss ist. Was? Da sind schon mehrere drauf reingefallen. Ja, ich lass mir aber meine Millionen nicht mehr nehmen. Was hast du gegen meinen Sechser? Nix gegen deinen Sechser. Ich war jetzt bei der Kramerin. Ja. Ich hab gefragt, wo sie das herweist, ja. dass du Sex richtig gehört. Dann hat sie gesagt, im Radio hat sie es gehört. Aha. Und dann habe ich gefragt, ob das auch wirklich stimmt. So? Dann hat sie gesagt, ja, wenn ich mich nicht verhört habe, dann schon. Um Gottes Willen, ja, wann erfahrt man denn das, ja. dass das stimmt? Mittags kommt bei uns im Dorf die Zeitung. Um Gottes Willen, das wäre eine furchtbare Blamage, wenn ich nicht gewonnen habe. Ich muss retten, was noch zu retten ist. Was kann ich denn noch retten, also, Heini? Du willst doch, dass deine Kinder heiraten. Ja, freilich. Und bevor der Max und der Wirt es erfahren, ja. dass du vielleicht gar kein Millionär bist, ja. müssen deine Kinder verlobt sein. Um Gottes Willen, drum hast du ja. dauernd ja, natürlich, gezogen. Aber du hast eine Kehr, sonst werden deine Kinder jetzt verlobt. Und zurück hätte Max und der Heini. Bin ich ein riesen Rindviech, ein Blöde? Und wann erfahren wir das, sagst du? Ja, jetzt um zwei kommt das Postauto mit um der Zeit. Um zwei, dann bitte. Lauf, ja. Heini, schau, dass, ja. dass der Wirt und der ja. Max wieder ja. herkommen, ja. dass die Kinder verlobt ja, werden. Ja, schau, ja. bitte. Ja. Was ist denn? Ich will noch einen guten Rat. Ja, ich bin aber zuerst da. Nein, schau, dass der Wirt und... Ja.
und der Max wieder hierher kommen. Ja. Was tun wir denn, wenn die beiden die Verlobung abläuten? So, ja, natürlich. Ja, dann muss halt der Zeuge her. Da geht zum Bürgermeister und er muss als Zeuge. Wenn er aber nicht kommt, ja, der kommt schon. Wenn ich ihm sage, dass er zum Essen eingeladen ist, verstehst du, dass nichts kostet. Zum Essen? Ich habe ja nichts zum Auftischen. Ja, dann geht zum Wirt hin und sagt, er soll ein bisschen was herrichten zum Essen und zum Trinken. Mhm. Er weiß ja, dass du noch kein Geld hast. Ja, gut. Ja, gut, na, na, geht. Was ist denn jetzt schon? Und sag mal bitte, wann kann ich das erfahren? Das weiß ich nicht. Jedenfalls hat die Kramerin gesagt, solange du keine Mitteilung hast von der Lottozentrale, dass du da was gewonnen hast, brauchst du nicht fest damit rechnen. Aha. Also, das soll ich da vorlesen. Wo steht's denn da? Da steht's. Das soll ich da vorlesen. Also, da schau her. Da steht's. Was steht ohne da? Gewehr. Was für Gewehr? Ich hab kein Gewehr. Ich hab bloß einen alten. Ich hab nur einen alten Revolver. Nein, ohne Gewehr hat die Kramerin gesagt, das heißt so viel, als wir ohne Gewehr. Also, dass das nicht unbedingt stimmen muss, was die da sagen. Also, das heißt dann ohne Gewehr. Also, fangen wir mal los. Also, Toto und Lotto-Ergebnisse, welche durch Rundfunk und Zeitung bekannt gegeben werden, sind ohne Gewehr. Die Hauptgewinner werden jeweils schriftlich verständigt. Also, hast du was Schriftliches? Josef Maria bitte, Sechser. Hör auf mit deinem Josef Maria und Sechser. Ja. Sag wieder lieber Peppi, du Dinger zu mir. Nein. Das ist, klingt viel ruhiger. Ja. Mhm. Und jetzt, lieber Heini, lauf, hol den Wirt und den Max, damit meine Kinder heute noch verlobt werden. Ich und euch zwei brauche ich auch nicht mehr. Ein Peppi Duttinger trägt keine Lackschuhe. Wo strabanst du denn wieder rum? Ich bin sowas von aufgeregt. Und jetzt bin ich da. Da bist du Hat alles geklappt? Alles wunderbar geklappt. Ja, Gott sei Dank. Das hat mir der Wirt alles mitgegeben. Na, fein. Da schon her. Eine Brotzeit hat er mir mitgegeben, und ein Brot hat er mir mitgegeben. Alles für eine standesgemäße Verlobung, hat er gesagt, der Depp, der Blöde, Und der Wurst, junge Wurst, und Lachtrauben. Das sind keine Lachtrauben, das sind Weintrauben. Er hat aber gesagt, das soll eine fröhliche Verlobung werden. Ja, deswegen heißen sie auch Weintrauben, nicht Lachtrauben. Auf jeden Fall, vor zwei wollen sie noch da sein. Also der Wirt und der Max kommen die rechtzeitig. Und der Bürgermeister kann leider nicht kommen. Warum denn nicht, um Gottes Willen? Der ist schon woanders zum Essen eingeladen. So, und? Ja, wir haben gesagt, bei uns jetzt auch nichts kostet. Ja. Und gesagt, dann schickt er seine Frau. Na Gott sei Dank, Frau Bürgermeister. Jetzt kommt die Frau Bürgermeister. Was tust denn du da? Was frisst denn du da? Das darfst doch du nicht tun. Das gehört doch nicht dir. Okay, du nicht frech werden. Was denn? Ich hab dich in der Hand. Was mit was? Ohne Gewehr. Ja, gut. Ein Wort, wenn ich sag. Ja. Die Zeitung, wenn ich einer zeig. Ja. Dann ist aus mit der Verlobung. Ja. Dann kommt dein Bub wieder Fahrscheine kontrollieren. Nur wenn ich will. Ich, der Heini. Ja. Dann rollt der Wagen. Heini. Dann wird der Peter Adler wird. Du bist überhaupt nicht mehr nett zu mir, wo ich immer so gut zu dir war. Ja, gell? Besonders heute, gell? Ja. Feuer! Brennt's irgendwo? Also, da hast du Feuer. Kann ich auch eine haben? Da. Ich habe noch keine. Klar, Häusler braucht auch keine Zigarren. Oh. Mit jetzt gerade am Buckel beißen, kratzen wir mal ein bisschen. Du spinnst mal, oder? Da am Vogel, oder? Ja, gut. Ohne Gewehr. Ja. Auf der Seite? Ja, da ungefähr, ja. Ah, ja. Ein bisschen weiter links. An langs links. Ja. Für meine Kinder tue ich alles, gell? Ja, Josef Maria, was tust du denn, Tater? Ja, der Heini hat einen Hexenschuss als alter Freund. Muss mir ihm doch beistehen. Naja, sowas nennt man wahre Freundschaft. So ist es, ja. Ja, da ist gerade ein Brief abgegeben worden vom Peter. Vom Peter? Was, vom der kann doch unsere Postkarte noch gar nicht gekriegt haben. Nein, der wird zuerst gerade reinschmissen. Ja, sag ich mal, lese mal. Liebe Eltern. Ja, da meint er mich wahrscheinlich. Nein, so ein braver Sohn, liebe Eltern, schreibt er. Wenn ihr diesen Brief bekommt, bin ich schon in Amerika. Was denn gerne Amerika? Mein Gott, nein, bitte, du brauchst doch nicht nach Amerika. Wir sind doch jetzt reich. Was sind wir? Reich. Ja, ohne Gewehr. Bitte. Ja, wo wirst denn du jetzt sein? Ja, wo kann ich denn? Da bin ich, was gibt's? Ja, Peter!
Ja. Ich hab gemeint, du bist in Amerika. Ja. Ja, ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg dahin, gell? Ja, dann hast du jetzt Pause gemacht bei uns. Eine kleine Pause. Ja, schon, ja. Und wie ich am Haus vorbeigekommen bin, habe ich die Mutter schreien hören. Mutter? Ja. Das hört man immer schreien, auch wenn man nicht am Haus vorbeigeht. Nein, richtig. Nein, nein. Und dann haben wir gedacht, ich schau schnell rein, was schau schnell rein, ja. Genau, schau ja, wieder mal. Mutter, ja. Wie schaust denn du aus? Furchtbar, aber sag's nicht weiter. Ja. Also wie eine Dame. Ja. So feine Damen haben wir nicht einmal bei der Straßenbahn gehabt. Ja. Ja, ja bitte, hm? Stell dir vor, was? Wir sind reich. Was? Reich, reich, reich. Reich? Ja. Ja. Dein Vater hat im Lotto einen Sechser gemacht. Na. Ja. Ohne Gewehr. Ohne Gewehr. Was, du, Vater, ein Sechser? Ja, ja. Aber ja. Peter, zu einem Millionär sagt man doch Papa. Ach so, Papa. Ja. Ja, ja, Papa. Du musst dir den Stockzahn richten lassen. Ja, da ist ein Loch drin. Ja. Ich hab ja immer schon gewusst, dass in dir was steckt. Ja, gell? Und du kommst doch ganz hoch hinauf, das Wort. Ja, ja, 2 Meter ja. Ungefähr. Hurra, wir sind Millionär. Ohne Gewehr. Und ich brauch nicht mehr nach Amerika. Ja, ja. Ja, Moment, Moment, was heißt denn wir? Was? Der Vater ist Millionär. Ich? Ja. 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 Du bist gut, Liesl. Schließlich hab ja ich unserem Vater gezeigt, wie man den Lottoschein ausfüllt. Ja. Das hätte er nämlich sonst nicht begriffen. Ja, ja, ich hab die Kasteln das erste Mal nicht gefunden. Ja. Du, Papa, soll da vielleicht was holen? Ja, was? Ein Viertel Wein oder gar eine halbe, bei dir wird nicht gespart, gell? Muss nicht sein. Na, wir haben ja alles da. Alles ist da. Ja, ja, es ist Knut, Tata. Ja, ja, ja. Ja. Was hat das zu bedeuten? Ach, wir feiern Verlobung. Verlobung? Ja, ja, wer verlobt sich denn? Ja, die Lisette. Und der Max. Ja, ja. Und jetzt Überraschung. Überraschung. Die Kitty. Die Kitty. Und du. Die Kitty und ich. Ich und die Kitty. Kitty und ja, du. Na, wer ja doch Adler wird. Ja, ja. Der wäre gleich kommen. Die kommen ja, ja. Gleich. Ich verstehe noch nicht, dass der Vater so komisch ist. Papa. Ja. Du müsstest dich doch freuen. Na, ich freue mich doch. Juhu. Das nennt man eben Charakter. Charakter, dass ich nicht lache. Halt dein Pappen. Okay, was verstehst denn du schon davon? Ja, ein richtiger, ehrlicher, charakterfester Mann. So der es. Lässt sich vom Reichtum nicht betören. Genau. Der bleibt gleich bescheiden so wie es. Vorher. Genau. So, und wie ist es da mit mir? Bei dir, Mama, da ist das ganz was anderes. Ja. Einer feinen Dame, der muss man ansehen, was ihr Mann besitzt. Ja, ja. Ja, so heißt es in der noblen Gesellschaft. Ja, in der noblen. Du bist verpflichtet, nobel zu sein. Ah. Ja. Du musst das ja jetzt wissen. Hast du ja lang nur mit feinen Damen zum Tor. Ja, freilich, ja. Du sag einmal, warum hast du denn deinen guten Posten aufgegeben in der Stadt drin? Ja, du bist gut, Vater. Soll ich vielleicht weiterhin als Millionär bei der Straßenbahn Leit kontrollieren? Ach, und übrigens habe ich gestern meinen ersten Lohn gekriegt. Ja, lohnt sich. 980 Mark habe ich gekriegt. Schon her. Fürs Essen, fürs Zimmer und für ein paar Viertel Wein hat es gerade gelangt. Was saufen das da auch schon? Ein bisschen. Das heißt von der Mutter, das ja. Weiß ich. Ja. Und da haben wir dann gedacht, ich gehe doch nach Amerika. Aha. Weil bei der Straßenbahn, da spare ich mir die Gitte in 1000 Jahren nicht. Sie kommen! Die Bürgermeisterin voran. Ja. Du musst deine Millionärsmine aufsetzen, ja. Sonst geht's schief. Um Gottes Willen, Bürgermeister! Meisterin kommt. Josef Maria, warum hast du denn deinen Millionärsmantel nicht an? Es ist noch nicht Winter. Ich hab doch schon mal gesagt, das heißt man Charakter. Ja, ja, ja. Charakter, ja. Also, Charakter ja. Heißt man da. Ja. Oh. Oh. Ja, ja. Bürgermeister. Setzen Sie sich doch bitte her. Das ist aber nett. Ich bin so. Ach, und das Essen steht auch schon am Tisch. Lassen Sie schmecken, Frau Bürgermeister. Ja, gell? Vielen Dank ja. Für die da ist jetzt Einladung. Da ist jetzt ein Glas Seel. Ja. Ja. Und das ist das Besteck. Ja, das ist aber reizend, gell? Gestatten so eine nette Einladung. Ja, bitte schön. Mahlzeit, Frau Bürgermeister. Ja, Mahlzeit, Herr Bürgermeister. So, Peppi, mein lieber Freund und Nachbar. Peter. Ja. Mein lieber Schwiegersohn, ja. Im Herbst wird aufgebaut, gell? Meine ja. Schwiegervater, unser Haus wird weit und breit das schönste Hotel werden. Ja, von der Höhen sag's nichts. Es wird ein Flachbau. So, na ja. Gut. Und du, Peppi? Wo?
Wo hast du heute ein schönes Gewand? Was? Ach so, mein schönes Gewand habe ich heute nicht an, weil... Weil er will bescheiden bleiben. Jawohl, sehr richtig. Er schenkt einmal alles seine Kinder. Ja, ich nenne alles die Kinder. Alles die Kinder. Man, ich sag's ja, einen besseren Vater gibt es weit und breit. Ja, ja. Alles für die Kinder. Ja. Sein ganzes Leben hat er gerackert und geschafft und gespart und geschuft. Ja, furchtbar. Alles bloß für die Kinder. Ja, alles für die Kinder. Im Sommer wie im Winter. Das macht nicht jeder. Ja, nein. Nein, Peppi, es gibt Väter, die haben für ihre Kinder noch gar nichts gemacht. Ja, was sind denn das für welche? Ha? Das sind andere. Du bist da eine Ausnahme, Peppi. Ja, ich freue mich drüber. Ja. Das freut mich. Aber Gil, Josef Maria, was? Ein paar hunderttausend Mark und schon auf die Seite. Heute, du kriegst ein schönes Kopftuch und jetzt sei heute gekostet. Ja. Als ich meine, natürlich, lieber Peppi Tuttinger, so 20 oder 30.000 Mark solltest du für die Gemeinde und für den Schulbau schon spendieren. Nicht mehr? Moment, ein bisschen größenwahnsinnig. Das Geld brauchen wir selber, gell? Ja, lass dich nur nicht ausnehmen, Schwiegerpapa, gell? Die Gemeinde hat nur Geld. Ja. Am besten, du gibst alles sofort der Liesl und dem Peter. Dann brauchst du dich mit dem Geld nicht mehr rumärgern. Ja. Und es kann dir kein Fremder abknöpfen, gell? Genau ja, so ist es, jawohl. Ihr dürft eins nicht vergessen, ich hab das Geld noch nicht. Also, ja, freilich, Jesus, da fällt mir ein. Der Heini hat ja gesagt, du, der ist dringend 2000 Mark brauchen. Ja, weil du doch das Geld erst nicht die Woche. Was hat der Heini gesagt? Ja, da hast du mal 1000. Und dann noch mal 1000. Also, ich muss ja sagen, ich nehme nicht gerne fremdes Geld. Lieber Das schenkt er dir ja, der Wirt. Was du denn? Ja, alle schenkst du ihm den. Ja, ja, freilich. Ja, natürlich. Ja, wegen so einer Kleinigkeit bleibt doch alles in der Familie. So ist es. Aber eigentlich hätte ich ja 3000 gebraucht. Warum sagst du das nicht gleich? Ich hab's gleich gesagt. Ja, gut, dann geh schnell heim und hol noch mal ein paar so Lappen. Ja, du sollst keine Lappen holen. Bleib da, Wirt. Für meinen Schwiegerpapa habe ich natürlich auch was gegessen. Na, hör auf. Schauen wir da mal nach. Was? Da schon her, da wären 1000 Mark. Na, dann haben wir die drei. Ja, du, 500 hätte ich noch, brauchst mehr, was, oder? Was ich hab, das hab ich. Danke. Ja, so ist es. Aha. Aber wann muss ich denn das zurückgeben, ha? Zurückgeben? Ja, zurückgeben. Schwiegerpapa, das schenke ich dir doch. Das schenkt er mir. Habt ihr es gehört? Das war ein sehr guter Einfall. Besser wird der Durchfall. Ja, lass dir noch Zeit, der Einfall wird noch besser. Ja, also Peppi, mein lieber Freund und Nachbar. Ja. Ich habe eine Tochter. Na, hör auf. Eine schöne Tochter. Eine liebe Tochter, eine brave Tochter. Na, vier Töchter hast du, aber. Ja. Und meine Gitti erbt mal alles, was ich habe. Was lernen die anderen drei? Ja, das wirst du gleich erfahren. Und du, mein lieber Freund und Nachbar. Ja. Und deine liebreizende Frau Gemahlin. Kannst du deine Brille aufsetzen, wenn du fortgehst? Ja, ja, also wie gesagt, du, mein lieber Freund und sie. Ja. Ihr habt einen Sohn. Ja. Einen lieben Sohn, einen braven Jetzt Sohn. Jetzt lass mal Zeit mit der Verlobung. Was denn? Zuerst muss der Peppi natürlich die Schulden an mich zurückzahlen. Was denn für Schulden? Ja, die 3.500 Mark, die ich dir geliehen hab, ohne Gewehr. Nein. Oder was? Von mir, da hast du 1.000 Mark und komm nächste Woche wieder. Da fehlen noch 2.500. Nein, das gibt's also, nicht. Also pass auf, ich muss euch da was vor. Da hast du noch 1.000. Nein, da fehlt immer noch. Also ich lese euch da was vor. Nein, ich lasse die Zeit und da nimm das Zeug ab. So, jetzt ja. Also dann lese ich euch nichts vor. Ja, doch. Also, naja, gut, wenn du unbedingt meinst, dann lese ich es euch nicht vor. Heini, schau nicht ein. Nein, jetzt pass auf. Ah ja, da steht's. Ein Rennfahrer erhielt den ersten Preis von $500.000. Noch am selben Abend verlor er das ganze Geld in einer Spielhöhle. Pass bei auf, gell, Peppi, dass du das nicht auch so machst. Keine Angst, da passen schon mir drauf auf. Gell, so, jetzt fährt euch Koppel an. Ich die Wein lassen. Na, lass ihm die Flasche doch.
Schleicht, ihr lasst ihn immer sehen bei mir. Ja, der Peppi hat es erlaubt. Gell? Und vergiss nicht, gell? Um zwei kommt das Postauto mit den Zeitungen. Ja. Und wenn du mal Ziegern brauchst, Peppi, gell? Lass mal Ruhe. Dann kommst du zu mir. Hau ab! Jetzt führt euch Kopf an, gell? Führt dich rein. So, komm, bitte. Jetzt sind wir verloben, komm, jetzt sind wir verloben. Ja. Ganz schnell. Wir zwei? Nein, wir zwei, nein. Ein Peter und die Gitti. Also, ja, also mein lieber Freund und Nachbar. Ja. Was? Bin zuerst ich dran. Wieso du? Ich bin der Ältere. Ich lieb die Liesl schon viel länger als die Gitti den Peter. Ja. Und ich lieb den Peppi schon. Ja, auch jetzt. Also. Lieber Freund, lieber Schwiegerpapa. Jetzt geht's los. Liebe Schwiegermama. Mein lieber alles geliebte Liesl. Nein, hat es gehört. Über alles geliebte Liesl hat er gesagt, ich kann er nicht meinen. Also, indem dass ich mit einem Wort. Ja. Liebe Schwiegereltern, hiermit bitte ich euch um die Hand. Ja, halt, 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 lass uns das sein. Was ist das? Wo steht denn das überhaupt, dass der Peppi was gewonnen hat? Ja, du bist gut. Ich hab's doch selber gehört, wie es Elfriedin Grammalon erzählt hat. Ja, 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 Zeit hat sich schon, aber vielleicht haben die zwei das nur ausgemacht, damit sie jetzt zwar da reinfällt. Was? Nein, also, was? Hey, Leopold. Peppi? Peppi, das, wenn wahr ist, du. Du. Ja, ab heute darfst du wieder du zu mir sagen. Bitte, Leopold. Bitte, Leopold, draußen ist recht kalt. Du. Du Aufschneider, du. Vater. Also das wäre ein absoluter Betrug, gell? Uns einen Millionär vorspulen. Ja, ich reiß extra den alten Frack aus dem Schrank raus. Na, ich hab die Rosen gestohlen. Vater, was sagst jetzt du dazu? Sag mal, woher wisst ihr denn, dass das nicht stimmt? Ha? Ja, und wann kann man das erfahren? Das Postauto ist gerade gekommen mit den Zeitungen. Das Postauto ist gekommen. Ich hol schnell Zeitung. Ja, hol ich an. Sofort. Vater, jetzt oder nie? Jawohl, jetzt oder nie? Ja. Jetzt oder nie? Was ist jetzt oder nie? Jetzt sind wir verloben mit dem Peter und mit der Kitty und der Max mit der... Das hat Zeit. Was? Na, dabei ist die Zeitung da. Frau Bürgermeister, Sie wissen das. Sowas darf in unserer Gemeinde nicht passieren. Ihr Mann, ein Fels der Gerechtigkeit, oder? Ja, 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 du hast ja recht, lieber Peppi. Also, mein Mann ist wirklich ein Fels der Gerechtigkeit und deshalb muss ich jetzt im Ernst einschreiten. Ja, das ist ja Adlerwirt, heiratet jetzt deine Tochter einen Millionär? Oder bist du vielleicht so ein Mitgiftjäger? Hm? Dann habe ich sowas notwendig, ja? Na also, und du, Max, heiratest du das Liesel jetzt der Liebe wegen oder des Geldes wegen? Ja, des geliebten Liesels wegen, eben, natürlich. Eben, ja. Na also, ja, dann los, fangt's an. Ja, also. Fang an. Max, fang an. Ja, du fangst an. Ja, du bist der Ältere. Also, Adlerwirt, bitte fang jetzt an, wenn du kein gemeiner Betrüger sein willst. Ja. Sag mal, was pressiert er denn so? Komm, komm, setz dich hin, ess ein bisschen was, stärk dich vorher noch mal richtig. Nein, ich mag jetzt nichts mehr essen. Ja, na, trink was. Geht alles auf meine Rechnung. Adlerwirt, ich mag auch jetzt nichts mehr trinken. Ich hab jetzt keine Zeit mehr. Sag mal, hab ich dir was getan, dass du nicht einmal ein paar Minuten warten kannst? Pass auf, mein Mann und ich dulden keinen grausigen Mitgiftjäger in unserer Gemeinde. Also, entweder die beiden heiraten jetzt aus Liebe oder überhaupt nicht. Ja. Also, da hat die Frau Bürgermeister schon recht. Ja, mein Gott, na, Adlerwirt, jetzt gib doch endlich einmal die Zustimmung, dass die zwei heiraten können. Ja, lasst euch doch Zeit, oder? Wir haben aber keine Zeit. So ist es. Und ich habe erst recht keine Zeit mehr. Also jetzt pass mal auf, jetzt sag mal was. Ich zähle jetzt bis drei. Aha. Und wenn du bis dahin nicht um die Hand angehalten hast, dann werde ich meinen Mann veranlassen, dass er deinen Namen an die Gemeindetafel anschlägt. Ja. Nämlich als Betrüger und lausiger Mitgiftjäger. So ist es. Ja, und dann kannst du dir an allen fünf Fingern abzählen, wer überhaupt noch in deine Gaststätte geht. Niemand mehr zusperren kannst. Also Adlerwirt, ich zähle jetzt bis drei. Eins, zwei. Halbe drei. Heute mal ausgeschlossen. Eine Wirtschaft, in die ich einmal als Wirt nicht komme, die wird nicht zugesperrt. Und ich heirate die Gitti, so wie es ausgemacht ist.
Und jetzt sag endlich ja, Adlerwirt. So ja. Ist es. Jetzt sag ja. Sag mal ja. Jetzt sag ja. Also wenn es unbedingt sein muss und die Zeit um halb noch nicht da ist, so sag ich halt, also mein lieber Freund und Nachbar, indem dass sich unsere Kinder, das heißt euer Peter und meine Gitti, indem dass sie sich so sehr gern haben und die Zeitung immer noch nicht da ist. Und du, mein lieber Freund und Nachbar, und deine Eltern haben uns schon gekannt und die Zeitung ist immer noch nicht da. Sogar unsere Großeltern haben sie schon gut gekannt. Die Urgroßeltern haben uns gekannt. Ja, die sind auch immer gut ausgekommen. Und der Herrschaft, wo bleibt denn die mit der Zeitung? Also sag einmal, Adlerwirt, wie lang willst du noch um ein Brei rumreden? Ja. Bis die Zeitung da ist. Ja. Jetzt schlag ein, dass ein Inter geht. Komm, na, auf das Herr. Ja, also von mir aus, gell. So. Gehen wir zusammen, die Kinder. So ist es. Gehen haben, deren sie sich ja. Wenn der Peter was mitbringt, ist recht, dann bauen wir auf. Ja. Und wenn er nichts mitbringt, dann bauen wir ab. Von wegen, du. Dann muss er eben arbeiten, bis er es geschafft hat. So ist es, ja. Na, siehst du, Adlerwirt, das hast jetzt recht gemacht. So, Max, und jetzt bist du dran. Ja. Weil mein Mann und ich keinen Gemeindesekretär als Mitgiftjäger dulden. Also los, fang an. Ja. Ja, ist gut. Nachdem die Zeitung immer noch nicht da ist. Nein, das gibt's doch nicht. Also gut. Ja. Liebe Schwiegermama, lieber Schwiegerpapa. Ja. Also, die Liesel und ich, das heißt, ich und die Liesel, so ist es. Wir haben uns schon sehr lange gern. Na, das freut mich. Ja, und deshalb frage ich euch hiermit. Ja, frag! Wo bleiben die mit der Zeit? Ah, hörst du doch nicht! Aber da ist ja die Tür. Schau, da ist die Zeit. Okay, ja, Zeitung? Steffi, lies weiter, lies weiter. Aber mir schwimmt euch vor die Augen. Ja, Vater. Also. Lotto. Mei, mir wird's ganz schwarz. Der hat gar keine Liste. Also, da dein Lottozettel her. Komm schon. Vergleichen schon können. Da ist schon da. Also, vier. Vier habe ich. Ja. Acht. Ja! 14, 13. 14. 13. Komm, nicht 13, ich habe auch 13. Komm. Hallo. 14. Was, 14? Dann habe ich ja gar keine 6 richtig. Mein Gott. Vater. Bist du ein Murkser? Was? Auf dich ist kein Verlass. Jawohl. Ich hab doch gewusst, dass man die zu nichts brauchen kann, du. Ach, mach jetzt ist schon, wie es ist. Was? Jetzt muss ich den Peter schon behalten. Ja. War es denn auch bloß ein Lotteriegespiel? Ja, so ein Aufschneider, so ein trauriger. Was? Das ist ja glatter Betrug. Was bin ich? Du geh mir da auf Zeiten. Heini. Da danke ich dir. Da hätte ich sauber draufgezahlt bei der ganzen Geschichte. Mein Gott, na jetzt muss ich mein schönes Gewand auch wieder hergeben. Und die schöne warme Unterwäsche. Du kriegst ein zweites Kopftuch in das Gewerbe. Ja, also, mich müsst ihr es entschuldigen, mein Beileid, lieber Bürgermeister. Es tut mir leid, ja, aber auf alle Fälle hast du ja deinen Peter gut untergebracht. Ja, das stimmt. Ist ja das Wichtigste, gell? Ich muss weg vom Fenster. Ja, so ist es. Also dann, Wiederschauen. Ich muss jetzt gehen, weil bei mir gibt's was zu essen. Wiederschauen. Jetzt isst du wieder weiter. Die 2000 Mark kriege ich wieder, die kriegt dann Gitti aus Ausstall. Leopold, die hast du mir doch geschenkt, was soll denn das? Ja, also. Ich möchte meine 1500 Mark auch wieder, gell? Du hast was auch geschenkt, ich habe Zeugen dafür, gell? Jawohl, geschenkt ist geschenkt. Wir haben alle gezeugt. Leute, jawohl. Ja, so eine Gaunerei da herin. Wart's nur. Wir sehen uns vor Gericht wieder, gell? Das Geld muss wieder her. Da hätte ich einheiraten sollen. Halt. Ich hab mich verschaut. Was hast du? Warum hast du dich verschaut? Ich hab der Liesl nur sagen wollen, dass der Max nur das Geld heiraten will. Eine! Lies hat's der Vater doch richtig. Also, schauen wir nochmal. 4, 8, 13, 27, 37, jawohl. 43. Jawohl, alle 6 habe ich richtig. Bei einem Gewinn von 1.560.000 Mark. Oh. Hurra, wir sind Millionär! Dann hat er ja doch alle 6 hier richtig. So ist's. Das gehört da her. Also. Das gehört da her. Jetzt ist wieder alles
in Ordnung. Gell? Vater, du bist ein Lottoheld. 1.560.000 Mark. aber Josef Maria. Du kriegst jetzt drei Kopftücher heute gegossen. Peppi, Peppi, ich hab ja gewusst, dass was steckt in dir. Ich freu mich so viel mit dir. Peter, ja. Peter, Pfingsten, wer geheiratet? Mein Vater, ein Lottoheld, das hast du gut gemacht. Ja, jetzt geht's zur Gitti. Ja. Mann, Schwiegervater! Aha, lieber Freund, sehr geehrter Herr Josef Maria. Ja, bitte, jetzt geht's schon wieder ab. Liebe gnädige Frau, hiermit bitte ich euch um die Hand eurer Tochter. Wenn sie dich immer noch mag, dann nimm sie. Natürlich mag's mich. Liesl, am Pfingsten heiraten wir. Ja, Max, am Pfingsten heirate ich. Aber nicht mir zwei. Bei dich hab ich gerade kennengelernt. Papa? Ja? Ich heirate den Jägerlösel. Weidmanns Heil! Weil alle so schön beim Gehen sind, lass dich du nicht aufhalten, du Erpresser, du! Ach so? Was ist so? Dann hat er die 3.500 Mark nicht mehr zurückgeben, die ich für dich sichergestellt hab. Die hast du für mich sichergestellt? Ja, freilich. Dann bist du ja doch ein wahrer Freund. So ist es. Heini! Haha! Denke ich dir. Ui, ich bei danke dir. Nur schau ich im Spiegel und habe noch mal so viel. Tadala. Und ab heute dreht der Peppi wieder Lackschuhe.